zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute spielen wir den 10. Level von Doom zu 100% durch. Ja genau, wir kommen zu Level 10 von 13 und das ist Titan's Realm. Und den erledigen wir jetzt zu 100%. Also wir kommen hier an und als erstes gibt's da vorne eine Information. Sonst gibt es hier oben eigentlich nichts mehr und dann könnt ihr einfach hier runterspringen. Müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr stirbt. Ich weiß zwar nicht, wieso man hier nicht stirbt, aber egal. Dann hier die drei Kugeln mal abballern. Und dann noch einer. Und dann gucken wir uns mal an, was es zu erledigen gibt hier in diesem Level. Wir müssen einen Trickshot machen. Das heißt, eine Soul mit einer anderen Soul killen. Dann müssen wir einen Glory Kill machen mit einem Baron of Hell. Und wir müssen 20 Gegner mit Power-Ups killen. Dann gibt es 6 Verstecke zu finden, 2 Praetor Token, eine Combat Support Drone und eine Argent Cell. Aber zuerst räumen wir hier mal auf. Dann versuche ich noch hier die Challenge zu holen mit diesem Burst-Schuss. Yes, der erste von 5. Okay, dann ist hier ein guter Spot für diesen Trickshot zu probieren. Leider habe ich es verkackt. Aber es gibt noch 1-2 weitere Möglichkeiten. Na gut, dann räumen wir hier mit der BFG 9000 auf. Und dann ist hier auch schon das erste von 6 Verstecken. Müsst ihr zuerst hier den Schädel reindrücken. Und dann geht da hinten die Türe auf und dann findet ihr hier den ersten von 2 Praetor-Token. Sonst gibt's hier nichts mehr. Wir sehen da drüben gleich die Combat Support Drone, aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. Die Türe ist noch zu. Aber wir können jetzt hier gleich die Trickshot Challenge machen. So, das war sie. Und dann kriegen wir die restlichen Gegner. Ist immer gut, wenn ihr die Challenges so früh wie möglich erledigt. Dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern.
Noch ein Hell Knight. Und noch ein zweiter Hell Knight. Also nebst den ganzen Mission-Challenges versuchen die noch die Runen abzugraden. Die haben auch Challenges. Ich sammle noch kurz die Munition ein. Und dann holen wir hier noch das zweite Versteck, die Combat Support Drone. Dann müssen wir noch 20 Gegner mit Power-Ups killen. Ich gucke, ob ich hier irgendwo ein Power-Up finde. Ich glaube, hier hat es einen Haste irgendwo oben. Hier ist das Haste, aber ich komme da nicht hin. Jetzt voll loskillen. Es waren jetzt nur 3 von 20. Fast keine Munition mehr. Macht ihn mit der Kettensäge. So. Dann beruhigt sich endlich die Musik mal ein bisschen. Wir sammeln hier noch die Sachen ein. So, also die Trickshot-Challenge haben wir, 2 Verstecke haben wir, 1 Praetor-Token und 1 Combat-Support-Drone.
So, dann gehen wir hier weiter durch den Beamer. Wir kommen in diesen Raum. Da hinten sehen wir schon eine Quad Damage Kugel. Die brauchen wir jetzt dann gleich, aber noch kurz warten, bis die Gegner spawnen. Und dann geht's auch gleich los. 4 von 20. 5. 6, 7. 8. 10. 11. 12. 12. Also ich muss noch 8 holen. Ich versuche den hier mit den Burst Shots zu killen, um die Waffen-Challenge zu holen. Hier ist noch einer. Okay, und dann kommen hier die zwei Baron of Hell nacheinander. Also zwei Chancen, um die Challenge zu holen. Am besten ist es, wenn ihr ihn irgendwie hier runterlocken könnt, weil er ist so groß, ihr müsst von oben runterspringen, um diesen Glory Kill von oben zu machen. So ist super ideal. Und jetzt ist er betäubt und Glory Kill von oben. Und jetzt kommt noch einer. Aber den killen wir einfach zu. Okay, dann finden wir hier das dritte Versteck. Eine Figur.
Und hier hinter dieser Wand geht's weiter, aber es hat keinen Durchgang. Aber ihr könnt euch hier einfach beamen und dann kommt ihr dorthin und findet hier gleich die Automap. Hier wäre auch eine Möglichkeit, die Soul Challenge zu holen. Ich gehe hier ein bisschen vorsichtig vor, weil ich prüfen will, ob es hier irgendwo noch ein Power-Up hat. Aber ich glaube nicht, also legen wir los. Ihr seht die ganzen Fässer im Kreis, ihr könnt hier eine Kettenreaktion auslösen. Nicht weiter als Täuschungen und auch hier nicht. Dann könnt ihr hier hochspringen und mit Doppelsprung hier rüberspringen und findet hier das vierte Versteck. Gut, wir sind hier auf Kurs und müssen nicht mehr viel finden. Hier drüben finden wir den gelben Schädel. Müsst ihr hier kurz auf die Seite stehen, sonst werdet ihr hier zerdrückt. Könnt auch auf der anderen Seite reinstehen und kurz warten, bis da der Stein nach unten gekommen ist und wieder nach oben verschwindet. Gut, das war's schon. Von hier sind wir gekommen und hier gehen wir weiter. Könnt ihr hier runterspringen und hier ist wie die zweite Hälfte der Karte. Hier die gelbe Tür, aber da ist noch ein Gitter vor dran. Und hier ist so ein Dungeon. Und hier Power-Up, super, dann gleich alle killen. Neun von 20 und es hat keine Gegner mehr. Aber keine Angst, ganz am Schluss gibt es noch eine Berserk-Kugel und da könnt ihr ganz viele solche Power-Up-Kills machen. Also keine Sorge, diese Challenge ist nicht verloren.
Dann geht hier das Gitter runter und wir finden hier die Archon Cell. Und noch so eine Information. Und wir upgraden noch unsere Rüstung. Hier noch mehr Informationen. Und dann ist auch gut hier in diesem Raum. Und dann können wir jetzt durch die gelbe Türe gehen. Das Gitter ist verschwunden. Ja, das ist leider kein Power-Up. Achtung, dieser Pflock fällt immer runter, nicht drunter stehen. Mit Doppelsprung könnt ihr nicht hochspringen, das ist zu hoch. Aber wenn ihr hier rüber springt, kommt ihr hoch. Dann hier mit dem Ding hochfahren und oben den Schädel drücken. Und dann könnt ihr hier den Hebel ziehen für den Doom Classic Level. Und dann gehen wir hier noch zurück in diesen Bereich hier runter. Und hier finden wir den Doom Classic Level.
Dann hier hinten im Raum finden wir den blauen Schädel. Und dann gibt's hier noch eine Party. Leider auch ohne Power-Up. Eine Chance für die Top the Mountain Challenge, falls ihr ihn noch nicht habt. Glory Kill von oben machen. Gut. Und wenn ihr hier alle Gegner besiegt habt, geht hier das Gitter nach oben. Hier gibt es noch eine Information. Und dann finden wir hier hinten noch das sechste und letzte Versteck mit einem Mega Health. Und dann können wir hier links weitergehen und kommen hier in den Raum mit der blauen Türe und mit einer Berserk-Kugel in der Mitte. Ideal, um die Challenge zu beenden. Und dann wäre das auch erledigt. Und dann killen wir hier noch alle Gegner. Yeah.
Gut, dann haben wir alles geholt hier in diesem 10. Level und öffnen hier die Türe mit dem blauen Schädel. Und können hier die Map verlassen. So, das war's für heute. Bitte Abo und Like da lassen und wir sehen uns im nächsten Video.